gesagt, ne? Da haben wir bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Jetzt hier hoch? Rechts, ja. Oh mein Gott. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Ja, Tino, mach mal eine Ansage. Es wird jetzt ganz schön eng hier, ne? Wir sollen jetzt links fahren. Es wird irgendwie... Ja. Nun, hier vorne stehen bleiben ist ja auch nett. Nee. Aber unser Auto bekommt ein paar Kratzer mehr, würde ich sagen. Ah, hier geht's auch. Ja, okay. Super Weg. Was sind hier noch Leute? Was quietscht immer so böse an unserem Auto? Sich die Na Kalle, Papa schaukelt uns heute hier lang, was? Schaukeln wir doll? Ja? Kalle hält sich ja links und rechts an seinem Sitz fest, voll süß. Das macht er immer, wenn es dolle wackelt. Wow, es so doll riecht. Vielleicht riecht es ein bisschen nach Pollen, nach Bienen. Jetzt hat der ausgetretene Fahrt auf. Was hört auf? Naja, ach so, drüben der ist es noch so ein bisschen so, hier siehst du, hier kommt auch ja ab und zu noch einer lang. Zuvor uns nicht mehr. Aber hier, wir können ja mal zu Fuß. Wir kommen jetzt laut Karte 400 Meter, fragwürdiger Weg, oder wir fahren hier außen rum. Wir müssen da hoch. Aber das sind Pferde. Pferde stören mich ja nie, du hast den Weg gut genug. Dann fahren wir lieber zurück, wenn du schon so guckst. Ich bin ja leider vorsichtig. Der Tino will es jetzt wissen. Beim Kloster angekommen. Ja. Jetzt gucken wir hier mal unter den Bäumen durch. Ist riesengroß. Wir sind jetzt beim Kloster Ikosifinitsa in Nordgriechenland. Ja, hier geht's rein. Werden wir gleich mal gucken. Auf geht's. Und ja, ich habe gelesen, es ist eines der ältesten Klöster der Orthodoxie auf dem Balkan. Und ja, wir gucken mal. Groß sieht es auf jeden Fall aus von außen.
Ein Ohrwurm. So sehen die also aus. Schwierig, wenn man nicht filmen darf hier. Also nicht so richtig. Hier ist ja kein Problem, aber da drin wollen sie uns nicht lassen. Oh nein, viel besser. Ja, dann haben wir es uns halt angeschaut heute. Zum 7. 19 Uhr. Ja, gibt Abendessen, glaube ich. Ja. Es ist eigentlich riesig, diese ganze Klosteranlage, ne? Aber irgendwie der Teil, wo man als Besucher hinkommt, ist total winzig. Oder wir haben den Eingang noch nicht gefunden. Naja, es geht einfach nicht. Weil in den ganzen spannenden Teil kommt man nicht rein. Also man kommt bloß in so einen kleinen Gästebereich und da darf man keine Fotos machen. Wir waren mal da. Jetzt gibt es Abendessen in der Natur. Auf dem Klosterparkplatz. Das wieder draußen essen. Ja, ist ein bisschen ungewohnt nach. Hausfitting, was wir jetzt gemacht haben, aber jetzt sind wir wieder angekommen im Vanlife. Der Kalle, der ist mittendrin. Genau, Marita. Sind wir wieder unterwegs. Kalli, was machst du? Auf einem Fuß stehen. Aha. Wie sympathisch. Wir wollen hier übernachten. Hört ihr den Hintergrund? Also hey, unser. Jetzt haben sie Essen. Wahrscheinlich war Fütterungszeit. Ja. Aber das kann, unser liegt ja hier, er weiß nicht. Aber das kann schon nach ziemlich vielen haben. Ja. Ich hoffe, die werden nicht früh um 5 wieder gefüttert. Dann haben wir ein Problem. Dann sind wir alle zeitig wach. Wir haben ein Kätzchen mitgenommen. Nein. Nein. Stemmen wir das? Ja, euch? Immer wenn es miaut, muss gestreichelt werden. Nein. Und wenn sie noch mal dann mauen, wenn sie streichelt, dann will die Futter haben. Ach so. Oder dann ist der kalt. Unser erster Abend Vanlife. Oder wir schlafen. Der Eddie ist dabei, schaut mal. Der Eddie ist dabei, wir schauen hier mal rum. Och, Eddie. Da ist noch ein Hund dran, da ist nicht nur ein Kopf, also... Da ist der Hund. Da ist der Hund. Was? So. Das hat jemand Gurke auf den Boden fallen gelassen. Gurken, da können die Katze. Was macht denn hier drüben? Was macht denn hier? Ey. Ich bring euch ins Kloster, ey. Hier wird's gefährlich. Hier wird's gefährlich. Wir schalten ab.